Hallo, hier ist euer RoboBox28 zu einer erneuten Challenge Time. Wir spielen auf der Xbox 360 mit der Klasse von Niklas Götzlinger. Die Klasse habe ich mir schon zusammengestellt. Wir sollen die Chipcon mit Schalldämpfer, Laser und schnelles Magazin spielen und mit der kugelsicheren Weste. Und ja, wir legen mal los. Der Kommentar wird jetzt hier irgendwo eingeblendet. Und ja, wieso das eingeblendet wird, weil ich es kann. So, Team Deathmatch. Ich musste extra mit der Waffe spielen, dass ich die Gadgets frei habe für die Waffe. Schreibt mir für die nächste Challenge Time, welches Spiel das ich spielen soll, mit welcher Waffe, mit welchen Aufsätzen. Und ja, würde mich freuen. Wir spielen drei Runden am Stück. Immer. Das heißt einfach drei Runden mit. Mann, Alter, wie. Bewegt sich das? Eben drei Runden. Wieso bewegt sich der hoch und runter? Im Ernst. So. Natürlich schnell hier alle auf Stumm schalten. Vor allem der scheiß Bauer. Und ja. Unser erster Kill mit der Waffe. Hier oben ist keiner. Alter. Also als ich mit der Waffe zuletzt gespielt war, war das vorgestern sozusagen, als das Video online kam. Nee, sorry, dass er heute so viele Videos miteinander hochgeladen werden. Das ist, weil ich 2 Tage weg bin. Scheiß Sniper. Die Waffe ist noch irgendwie gut, ja. Drei Runden. Rammle dich wieder auf. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Verbündete Hellstorm-Rakete unterwegs. Scheiß Lockere. Oder ich lock. Vorräte unterwegs. Wir haben die Führung übernommen. Drohne erwartet Befehle. Waffe leer, Deckung! Alter. Man haut die Fresse. Weißt du, er schießt die ganze Zeit nicht auf mich, aber bald auf den anderen, aber bald ich komme, dann wird da 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 da. Willst du mich verarschen oder was? Wieso leckt der Scheiß? Eben einfach in die Kommentare schreiben, mit welcher Waffe
mit welchen Aufsätzen das ich spielen soll. Battlefield 4 wird natürlich auch kommen, aber vorübergehend, bis die Xbox One da ist, nur auf dem PC. Und auch auf der Xbox One. Weil auf der 360 lohnt sich es nicht mehr für mich. Feindlicher Kebab unterwegs. Wir haben die Kontrolle verloren. Das haben wir so oder so. Das Witzige, wenn ja die, die Leute wissen ab und zu gar nicht, dass sie von hinten genommen werden. Also, dass man hier durch den Gang geht. Also, ein paar Leute wissen das nicht. Ich spiele jetzt mit einem PC-Controller an der Xbox. Alter. Verbündete Vorräte unterwegs. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Wieso drei Runden eigentlich? Das liegt daran, weil ich eigentlich mehr Bock habe auf längere Videos als auf so kurze Scheiße. Also nicht kurze Scheiße, ich meine jetzt einfach kurze Videos. Einfach Peste Relais durch. Voll angefragt. Ey, das war ein Locker. Der hat geleckt. Ich habe einen Beweis, er hat gelockt. Lex, Witch, du hast bei mir gelockt, du scheiß Pimmel. Du scheiß Pimmel. Die hässliche COD-Musik. Unnötig. Ich finde es ab und zu witzig, was für Leute für Embleme machen. Mir ist aufgefallen, fast niemand spielt Ligaspiele, außer die Leute, wo Ligaspiel spielen. Ist eigentlich armselig. Und dann sagen sie, ja, ich bin der Beste in Call of Duty. Und dann schaust du mal, was sie für ein Liga-Rang sind. Ich bin jetzt Golden Division 47 oder so etwas. Ja, 47. Aber ich bin auch nicht voll der Pro. Ich hatte halt nur bei Ligaspiel ein gutes Team. Eigentlich habe ich so eine gute Liga-Bewertung. Einigermaßen gut. Einigermaßen gut.
Team Deathmatch. Die Zeit läuft, an die Arbeit. Die sind jetzt im anderen Team, die Leute, wo ich im Team hatte. Schau mal, wie sich meine Leute null bewegen. Ich sage auch nicht, dass ich der Beste bin in Call of Duty. Ich sehe mich als durchschnittlicher Spieler. Drohne steht bereit. Verbündete Drohne nähert sich. Ja, wenn du laggst, kann ich auch laggen. Das war ein klassischer Camper-Kill. Herkules, ja? Eine Achterquote, eine Achter! Wir machen, dass ich so schnell schieße. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich klacke. Also, hey, ich drücke nicht. Weil das ja glaub. Die ist glaub halbauto. Nee, ist. Doch. Die ist glaub nur 3 Schuss. Und dann drücke ich ganz schnell auf Schießen. Und das nennt man Klackern. Fast Rapid Fire. Ja, einfach nur Lebenshemmer. Da, du scheiß Penner. Koordinaten für Blitzschlag empfangen. Ich hasse die billigen Hosts in Call of Duty. Irgend so ein IKEA-Landstreicher ist immer Host bei Call of Duty. Also wenn ich Host bin, leckt es natürlich auch, aber bei mir liegt es daran, weil andere Leute auch das Internet benutzen. Das leckt so extrem, dass das Nachladen auch leckt. Ich spiele zwar, glaube ich, ein bisschen defensiver oder offensiver, keine Ahnung, wie man das nennt. Defensiv, aggressiv, kooperativ, low-bob-like. Habt ihr gesehen? Eigentlich war ich schon tot. Mann, der Host schaut sich ein Porno an.
Vorräte unterwegs. Alter. Wie der geleckt hat. Das meine beste KD in Call of Duty. Die Waffe ist noch gut irgendwie. Irgendwie. Diese Schule Call of Duty Soundtrack kippt mich voll auf den Sack. Diese Challenge von Niklas Kötzlinger, die ist einfach geil. Weil mehr so Zeug. Einfach checken die Kommentare, ja? Einfach checken. Was er für eine Waffe mit aufsetzt, in welchem Spiel. Und mich kackt das an, wenn ich die Sachen noch nicht frei habe. Also, mein aktueller Stand sieht so aus und jetzt wisst ihr es. Asus Gaming Monitore sind einfach episch. Episch! Wenn man sie richtig konfiguriert hat. Nach so wäre nach einem halben Jahr erst gemerkt, wie man das richtig konfiguriert. Oder es gemacht hat. So die Schärfe und Kontrast und alles hochgehauen, dann ist das Bild richtig knackig. Nicht so billig. Wie vom anderen, wo man gar nichts einstellen kann. Schaut mal, mein Team gammelt nur auf einem Scheißhaufen. Ist mein Team am Pennen oder was? Campen wir doch mal! Ich dachte so cool campen! Hey Kollege! Alter! Müssen die immer campen? Camper Duty Black Mobs 2! Ja, das stimmt. Will die Drohne schaffen. Drohne erwartet Befehle. Verbündete Drohne nähert sich. Rage Modus aktiviert. Drohne nähert.
Ach ja. Ja, Mann, Blitzschlag, Alter, Blitzschlag. Ich bin, glaube ich, der Einzige, wo hier das macht. Minimal. Mann, Alter, hör auf zu campen, was bringt's dir? Also jetzt deine Mutter sagt, Mama, ich kann campen in Call of Duty. Dann sagt sie, ja und, aber dafür kannst du nichts in der Schule, du Lobob. Du Lobob, sagt sie dann. Außer Call of Duty kannst du gar nichts in deinem Leben. In deinem Leben kannst du nichts außer Call of Duty. Alter. Wenn das nicht ein Legshot war. Legshot for the win. The winning to you, lucky Shotty. Also wenn man denken würde, dass man im Voraus denken würde hier im Spiel, würde man die ganze Zeit campen. Ja und? Hey Arschloch! Bitte dein Sohn, dann beweg dich! Scheiße, hab keine Muni. Hey, fuckers! Ja! Gerade keine Munition mehr, sorry. EA Games wurde eliminiert. Er weiß so oder so, dass niemand da bis zum Ende schaut. Ja. EA Games war der beste Spieler in der Lobby. Geil. Und da sage ich Ciao mit V und ja, schreibt es in die Kommentare, wie ihr es fandet. Auf Feedback freue ich mich immer. Und schreibt noch in die Kommentare, was ihr als nächstes für eine Challenge Time sehen wollt. Mit welcher Klasse, mit welcher Waffe, in welchem Spiel. In welchem Spiel. Battlefield 4 kommt morgen in meinen Briefkasten. Morgen und übermorgen bin ich nicht zu Hause. Das ist scheiße. Und ja, ich hoffe, dass Battlefield 4 nicht abkratzt auf meinem billigen Rechner. Und ja, bis dann, bye bye.